Ach, servus, liebe Kinderautora, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Wie bekommt man Gemüse an die Kinder ran? Ganz einfach, indem man es kocht, wie sie es noch nie gekannt haben. Ich rede jetzt da nicht von Lebensmittelfarbe oder wie ich auch mal gelesen habe, dass jemand erzählt hat, dass vegane Fischstäbchen in Wirklichkeit grünes Fischfleisch sind. Nein, da lassen wir die Kirche im Dorf, wir sind da ehrlich zu den Kindern, sondern wir machen ihnen ein Gemüse-Eintopf, wie sie ihn noch nie gesehen und gegessen haben und der auch Erwachsenen sehr, sehr gut schmeckt. Und wie das geht, ach, das zeige ich euch in der Küche. Kommt's. Ja, es geht schon gut los. Wir schneiden eine Stange Lauch, möglichst regional angebauter Lauch, schneiden wir in dünne Scheiben her. Ja, Karotten schmecken immer, Karotten gehen immer gut rein, auch regional und saisonales Gemüse. Die schneiden wir mit den Kindern auch klein her. Also seht, es ist hier viel zu schnippeln bei diesem tollen Rezept. Jetzt kommt ein Job zum Weinen, nämlich wir schneiden den Zwiebeln. Gemüsebrühe von Zwiebeln köchelt. Wir köcheln jetzt in einer Gemüsebrühe das Quinoa an. Und Quinoa ist ja ein Pseudogetreide, wie wir Bildungsbürger alle wissen. Ja, dann lassen wir mal schicken. Jetzt wird gewürfelt und zwar die Paprika. Rot, grün, gelb, egal. Wir braten jetzt in Rapsöl, natürlich auch aus heimischem Anbau. Da braten wir jetzt das Gemüse vorsichtig, schonend. So, jetzt wird's grün. Wir schneiden eine Zucchini in kleine Würfel. So, und ihr seht, hier ist die Gemüsepfanne schon gut am Köcheln. In der Zwischenzeit können wir auch noch kleine Cherry- oder Datteltomaten, auch aus heimischem Anbau, halbieren. So, jetzt ist nochmal etwas bunter geworden. Ihr seht, wir haben jetzt die Tomatenhälften mit hineingetan. Und zum Schluss kommt dann Quinoa, das köchelt auch hier ganz locker vor sich hin, und die Kichererbsen. Da ist wichtig, Kichererbsen gut und grün. Ihr seht, wir haben jetzt das Quinoa mit hineingetan und auf der anderen Kochstelle rösten wir Cashewnüsse an. Bitte ohne Öl und Fett. Die Nüsse enthalten genug Fett, damit sie schön braun werden. Nicht schwarz, sondern braun, habe ich gesagt. Bester Brown, kriegst du Fresh. So, und last but not least, jetzt sind noch die Kichererbsen mit drin. Und das Ganze ist so gut wie. Und so ganz zum Schluss rieseln jetzt die Cashewnüsse in die Pfanne. Verteilen und fertig. Die sorgen für den Biss. Ja, liebe Kinderautora, ihr seht selber, wie einfach das ist, gesund und lecker zu kochen. Weitere tolle Kochideen und Backrezepte findet ihr auf kinderautor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne den YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Macht es gut, bis dahin, pfiat, servus.